Jo meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu unserer neuen Folge hier in Star Wars Jedi Survivor. Freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in diesem neuen Video. Wir müssen jetzt weiterziehen mit der lieben Seer. Die letzte Folge war sehr turbulent. Boat ist ein Verräter, das Imperium greift an und Cal ist bewusstlos irgendwo in der Wüste, liegt irgendwo rum. Und jetzt müssen wir mit Seer weiterziehen und das Imperium stoppen. Die wollen zur Bibliothek gehen, zum Archiv der Jedis. Und ja, halt ein Video auf. Gerne supporten, Leute. Liken, kommentieren. Und dann geht's weiter. Ich kenne eine Abkürzung. Bleib zurück. Alles klar. Es ist sehr überraschend, dass wir jetzt mit der lieben Seer spielen. Das gab es im ersten Teil auch nicht in dem Sinne, ne? Oder in dieser Form. Wir müssen den Hangar bis zum Abschluss der Evakuierung halten. Warum ist die Basisverteidigung nicht aktiv? Etwas stimmt nicht. Okay. Vielleicht. Oh, shit. Ich bin verwirrt, also... Okay, gut, Marin. Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt. Arbeitet jetzt eigentlich Boat für das Imperium oder nicht? Er hat es eben geklaut, diesen Kompass, und hat dann gesagt, er wird es dir nicht geben. Und jetzt hat halt Seer auch gerade eben gefragt, wo ist die Basisverteidigung? Ich glaube, es hat Boat vielleicht deaktiviert oder so, ne? Er war ja lange in der Basis hier. Kann ich den Aufzug hier nicht benutzen oder was? Oder wo muss jetzt lang? Achso, jetzt geht's hoch! Alter! Hast du Carl gesehen? Nein, aber BD war bei der Mantis. Sie evakuieren so viele wie möglich. Ach, BD war bei der Mantis oder wie? Ja, das habe ich gar nicht gesehen, dass er bei der Mantis geblieben ist. Was machst du hier? Halte mir den Rücken frei. Was machst du dort? Das fragst du uns oder wie? Was machst du dort da oben bei diesem Stein, Alter, du Vollidiot? Egal. Wow. Okay. Ist da vorne ein Kerl? Nee, das ist ein Speicherpunkt. Okay, ich dachte, dieses, dieser goldene Strahl zeigt eben, dass Cal dort rumliegt oder so. Aber Cal ist ja viel weiter weggefahren mit dem Speeder. Das würde jetzt keinen Sinn machen hier. So, na, ihr Süßen, wie geht's euch, hä? So. Oh, yeah. Seer ist schon anders, ey. Also, Seer wirkt schon viel stärker als Cal. Das ist schon krass, Mann. Hey. Hey. Oder so geht's auch, ja. Ah, das sind die, Anachoreten. Boah, krass, das ist, ey, das muss Cal auch irgendwann können, ne? Schiffe runterzerren mit der Macht, das soll mal Seer ihm beibringen irgendwann. Vielleicht für Teil 3. Die wollen echt ins Archiv gehen, ne? Wir müssen die Kampfläufer stoppen. Dann schnell nach oben. So, bleib unten. Oh, shit! Na gut. So, was hast du hier? Bam, Junge. Ey, ist so krass die Fähigkeit von Seer, ne? Ich will doch länger mit Seer spielen. Ich hab davor auch gesagt, ich will doch nur mit Cal spielen. Aber Seer ist schon echt cool zum Steuern, ne? Bam, weg mit dir. So, können wir jetzt hier durch die Tür gehen, oder? Die ist bestimmt zu. Ja, die ist zu. Das war schon auch irgendwie klar. So. Kannst du mal irgendwie sterben oder so? Fall runter. Oder so, danke, Marin. Aber wie? Ah. Ach so. Ist das eine Bombe oder was? Ah, ist eine Bombe, ja. Ah, nice. Ah, praktisch. Eine Bombe, eine Kugelbombe und man kann jetzt noch durchgehen. Also es ist eine Tür und eine Bombe. Ist praktisch. So, wir speichern das mal. Auf der zweiten Ebene gibt es noch mehr Geschosse. Gut, die werden wir brauchen. So, wir können nur ausruhen hier mit der lieben Seer. Jetzt hier weiter? Hier rein, ne? Oder? Oder wo jetzt lang? Was meinst du? Ah, ne, wir müssen ja weiter nach oben. So, wir machen es mal so hier. Seer, benutzt die Macht hier. Genau, einfach runterstoßen. Das ist ja auch, die sind auch so dumm. Ich meine, die stehen neben einem Machtkämpfer. Einem Machtnutzer. Einfach da an der Klippe. Wie dumm kann man bitte sein, ne? Bam. Achso. Rausziehen und dann die Kugel reinjagen. Genau. Noch eine Bombenkugel. Ah, ich glaube jetzt nicht mehr, oder? Was ist das hier? Bam. Gut. Okay, wir ziehen weiter. Ah, ne, ist auch kein Durchgang. Hier können wir das nicht mit der Macht reinschieben. Nee. Das Imperium ist in die Tunnel eingedrungen. Sie versuchen, das Hangartor von innen zu öffnen. Zum Hangar. Hier, ne? Das muss hier sein. Oder doch nicht? Aber eine Höhle oder was? Hier ist gar nichts. Achso, ich muss dort nach oben hier. Marin,
kannst du mit Marins Hilfe. So. Kuckuck, ist hier jemand? Tote hier, Tote dort. Wir gehen runter. Ich hoffe, der liebe, den lieben Grease geht es gut. Noch ein Speicherpunkt. So, wir gehen weiter. So viele Tote. Und es werden noch viel mehr sterben, wenn wir den Hangar nicht sichern. Cordova. Er würde wollen, dass wir aus dem Archiv möglichst viel mitnehmen. Und die Kontaktcodes. Sie dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen. Um keinen Preis. Weitere Imperiale voraus. Schweine! So. Ich bin an So, weg mit dir. Idiot. Sie öffnen das Tor. Dann werden wir sie stoppen. Die Mantis ist dort unten. Wo ist eigentlich Grease? Grease ist vom in der Mantis, ne? Hoffe, ihm geht's gut, wie gesagt. Wow. So. Bam. Und bam. Oh yeah. Machen wir mal das hier, Leute. Die Fähigkeit. Was ist das hier? Bam. Sehr nice. So, halt mal fest hier. Genau so. Oh yeah. Sehr geil. Bam. Ey. Musst du fressen, ja? Die schwarzen Sturmtruppler hier. So, kurz warten wegen dem Elektroschock. Ey, hör mal auf jetzt hier. So, bam. Ja, ich finde auch Sears Wucht mit dem Lichtschwert, wie sie zuschlägt, das spielt man viel, viel mehr als bei Cal. Cool, dass sie auch einfach neue Tricks für die liebe Sears einprogrammiert haben und nicht einfach so dasselbe wie bei Cal. Ihre Schläge, ihre Bewegungen sind ganz anders. Spielt man voll anders. Ist cool gemacht eigentlich. Gefällt mir. Zur Abkürzung. Meow, meow, meow. Noch ein Speicherpunkt. Also sehr viele Speicherpunkte hier für die liebe Sears. Viel mehr als bei Cal. Haben die echt komisch gesetzt hier eigentlich, aber jetzt vielleicht ein Bosskampf gegen eine bestimmte Person? Was meint ihr, Leute? Wir gehen runter. Ab zu Mantis. Ich hoffe, Grease geht's gut. Du auch. Grease, hören Sie mich? Sehr. Was für eine schöne Überraschung. Bleibt in der Mantis, bis wir den Hangar gesichert haben. Verstanden. Viel Glück darauf. Oh Gott. Oh Gott. Das sind sehr viele. So. Alter, guck das mal an, das ist richtig satisfying, ey. Machen wir das hier. So. Und dann weg mit euch. Boah, das ist satisfying gerade. Hat sich gerade so geil angefühlt, ey. Oh, er ist der Letzte, oder wie? Wer ist der Letzte? Ach, der ist der Letzte. Komm mal durchs Feuer. Komm her. So, dann. Die Macht leitet uns. Möge die Macht mit euch sein. Ja, dann komm doch her. Komm durchs Feuer. Kommt doch durchs Feuer. Ich glaube, wir sollten mal weggehen, Leute, damit sie mehr zu uns kommen. Ey! Das haben wir gesehen, Alter, hat einfach ihn mit einer Bazooka geschlagen, ey. Wie gemein ist das denn? Lass ihn mir in Ruhe. So. Halt mal fest, Marin. So, bam. Bam, Junge. Also, ihr merkt es, ne? Also, sie schlägt die Verteidigung der Sturmtruppler viel schneller durch und auch sehr schnell. Wenn ich hier schlage, guck mal, bam, instant weg. Das ist mit Kerl ein bisschen schwieriger, ey. Ja, kommt jetzt doch mal her, alle! Einfach alle herkommen! Hab keine Angst vor mir. So, bam, und wieder dasselbe, Leute. Oh, shit! Jetzt kommen die mit allem rein, was sie haben, oder wie? So. Guck mal, viel stärker als Kerl, Alter. Entweder wurden die Gegner hier genervt bei der Sealstelle, oder Seal ist wirklich viel, viel krasser, ich weiß nicht, Alter Schwede. Bam. So, bam. Sehr gut, Marin. Ey, wie viele jetzt noch? Muss ich alle besiegen, oder? Sie werden den Hangar. Ah. Genug. Warum nicht früher, Seal? Sehr gut, Seal. Warum nicht früher zwar, aber lieber später als nie, ne? Okay, was jetzt? Oh Mann, bin ich froh, euch beide zu sehen. Danke für die Hilfe. Was Neues von Cal? Nein, doch nicht. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Wahrscheinlich hat er nur seinen Comlink abgeschaltet. Sir, was jetzt? Wir fliehen, bevor ihre Hauptstreitmacht eintrifft. Dann werden wir uns am Treffpunkt sammeln. Zuerst werde ich aber zurück ins Archiv müssen. Die Kontaktcodes des versteckten Pfads. Ich komme mit... Nein. Marin, du musst hier bleiben und die Mantis verteidigen. BD, geh mit dir. Halten Sie sich bereit, Grease. Wir sind bald zurück. Hey, Sir. Kommen Sie wieder. Sie
Wir schaffen das. Danke, Grease. Okay, dann ab zum Archiv und dann Kontaktcodes holen. Das Archiv war doch eigentlich hier links, oder? Das war ja eigentlich hier. Also jetzt ist das Imperium anscheinend erstmal zurückgeschlagen worden, aufgehalten worden. Aber jetzt kann der Boot theoretisch ja Richtung Tunnelloff fliegen. Oh, BD. Noch haben wir Zeit, die komm zu mir, BD. Oh, arme BD. Wo war eigentlich BD? Also so wann ist er... Archiv zu retten wie möglich. Wann ist er nicht abgesprungen von Cals Rücken, als Cordova gestorben ist? Wegen Boot vielleicht, ne? Das kann, glaube ich, sogar sein. Ich glaube, das war echt dort, als Cordova gestorben ist. So. Alles zerstört. Wow. Dann schnell hier was rausholen, Alter. So, mach mal hier. BD1, bring das zum Mantis. Wir sehen uns am Treffpunkt wieder. Geh. Jetzt. Lang nicht mehr gesehen. Ich hatte gehofft, ihr wärt auf Nur ertrunken, als wir eure Unterwasserbasis gesprengt haben. Ihr täuscht euch, wenn ihr tatsächlich glaubt, dass eure Taten irgendetwas geändert haben. Die Festung hält Stand. Die Inquisition setzt ihre Arbeit weiter fort. Und ich bin gekommen, euch zu töten. Darauf habe ich gewartet. Boah. Einfach der verdammte Vader wieder zurück, Leute. Jetzt einfach ein Bosskampf gegen ihn. Ich muss ehrlich sagen, Leute, ich wurde leider schon gespoilert. Thumbnail, YouTube, ich denke, das ist klar, dass der Vader vorkommen wird. Ich weiß nicht, was hier abgehen wird. Ich habe nur ein Titelbild leider gesehen auf YouTube, aber der Vader ist wieder am Start und der will uns jetzt töten. Geiler Anfang. Es wäre ganz cool gewesen, hätten die seine Musik eingespielt, muss ich sagen. Seine normale Vader-Musik, also halt diese, es hat einen anderen Namen, dieses Soundtrack, aber ihr kennt schon, ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Dann würde ich sagen, greifen wir an hier und kämpfen gegen Vader. Mal gucken, ob die Seer einen Hauch von einer Chance hat gegen Darth Vader. Ich denke, es wird ein bisschen schwierig sein gegen den. Ja, aber die Seer kann schon ein bisschen mithalten anscheinend. Seer ist schon echt anders geworden, ey. Ihr vergeudet eure Zeit. Der Synchronsprecher ist, glaube ich, nicht der gleiche, ne? Wie in den Filmen. Oder ist es der gleiche Synchronsprecher? Ich weiß nicht ganz, weil das ist der Sprecher von dem grünen Kobold aus Spider-Man. Der Roland Dafoe synchronisiert. Auch eine sehr geile Stimme, muss ich sagen. Na? So, friss das hier! Komm, Seer, Alter. Ihr habt die Überreste der Jedi-Tradition zusammengetragen. Runde 2. Hör auf mich zu schubsen, Alter. Das ist Mobbing. Wow. Kannst du es auch, Seer, irgendwie dein Lichtschwert kurz nach vorne werfen und wieder zurückziehen, ey? Wie ein Boomerang, sag ich mal. Also, ja, sie kann das jetzt zwar. Aber ich würde es gerne nach vorne werfen. Wenn es geht. So. Komm her, Vadychen. Mein kleiner Süßer, du. So. Boah, ist schon, die Musik ist schon geil gemacht. Ich hoffe aber, es kommen noch mehr coole Sequenzen hier gegen Vader. Boah, sein Atmen. Einfach so eine ikonische Figur, der Darth Vader, ne? Ich denke, jeder kennt Darth Vader. Halt dich mal ganz kurz mal, Maren. Serum, meine ich. Ach so, ich dachte, das wäre eine Sequenz. Jetzt eine Sequenz. Ihr seid stärker geworden. Ja, das ist definitiv. Ich habe mich nur von meiner Angst losgesagt. Das wird sich zeigen.
so eine geile Figur, Herr Vader, wirklich. Das kann doch nicht sein, oder? Das kann's nicht sein. Jetzt die letzte Runde, Runde 3, gegen Vader. Jetzt macht er wieder diesen Show-Scheiß. Also die Bosskämpfe sind eigentlich relativ gleich, eigentlich, auf Dauer. Ja, aber jetzt hat Vader, glaube ich, jetzt ist er, glaube ich, sehr, sehr mad, der Darth Vader. Ich meine, sein Anzug ist jetzt, hat Feuer gefangen, ne? Und, ja. Aber mad ist eigentlich nicht der Darth Vader, der bleibt noch relativ ruhig. Und die Frage ist, wie lange bleibt er ruhig, So, jetzt gib ihm, Cyril. Ja, also Cyril hat schon eine Chance gegen Darth Vader. Also ich meine, in dem ersten Teil, als wir gegen Cal, also mit Cal gegen gekämpft haben, da hat man ja gar keine Chance gehabt gegen Darth Vader. Der war overpowered. Oh. Oh, wie fresh von ihm, Alter. Hab's gerade gesehen, es war der größte Disrespect aller Zeiten, der sein Lichtschwert weggenommen und einfach mit der Macht gegen Cyril gehabt. Nein! Ich habe mich vergessen zu heilen. Ich hätte es eigentlich safe geschafft, Leute. Ich war gerade nur unkonzentriert gerade, weil ich gerade geredet habe und es beschreiben wollte, was sie gerade gesehen haben. Der hat einfach sein Lichtschwert weggenommen bei diesem Aufprall-Duell, hat einfach seine Macht benutzt. Das ist ein bisschen Disrespect, ne? Aber das kann nur der Vader machen. So, Leute, jetzt nochmal hier stehen geblieben, hab nochmal ein bisschen gespielt. Jetzt ein bisschen fokussieren, auf das Leben achten. Ich heile mich lieber mal jetzt nochmal, sicherheitshalber. So. Aber jetzt wirkt Vader viel schneller, muss ich sagen. Aber stellt euch mal vor, Leute. Darth Vaders letzte Form mit der Mobilität von einem Anakin Skywalker, also dass er halt nicht diesen Anzug hat, diesen schwarzen, schweren Anzug, der ihn am Leben hält. Einfach mal vorstellen, einfach jetzt Anakins Gestalt, seine heile Gestalt, mit der Kraft von Vader, mit dem Potenzial von Vader, ne? Boah, das wäre overpowered, würde ich mal sagen, oder? In der Star Wars Battle. Weil der ist jetzt auch ein bisschen, sage ich mal, gehandicapt wegen dem Anzug, sage ich mal. Ja, deswegen weiß ich nicht ganz. Ich glaube, er wäre der stärkste Star Wars, oder? Der Anakin, mit der Kraft von Darth Vader. Mit dem vollen Potenzial von Anakin. Das meinte ich, Leute. Guck das mal an hier, Leute, Alter. So Disrespect, was er macht gegen Cyril. Alter, scheiße. Jetzt Fokus, Leute. Weniger reden, mehr kämpfen. Boah, es ist schwer, jetzt gegen den viel schwieriger. Ich bin euer Tod. Nochmal heilen, würde ich sagen. So, bam. Komm, noch ein bisschen. Okay, jetzt aufpassen. Aufpassen. Nein, oh, das war close. Das war sehr close. Okay, let's go. Sehr gut. Aber sie kann echt mithalten. Guck das mal an, Leute. Sie kann zuschlagen, sie kann ihn mit der Macht wegstoßen sogar. Ah, Mist. Oh. Trailer.
Und sind Sie sicher? Ja, ja. Sie sind sicher. Wir finden einen schönen Platz für Ihre Gräber. Die restlichen Anachoreten haben sich aufgeteilt. Das Imperium verfolgt sie. Könnte aber zurückkommen. Seer hat BD1 genug Zeit verschafft, um uns mit den Kontaktcodes des Pfads zu erreichen. Doch das ist alles, was von ihrem Archiv übrig ist. Wir waren einer zweiten Chance schon so nahe. Was für ein schlechter Witz das doch ist! Sag mal, wie kann Boat ein Jedi und ein imperialer Spion sein? Er ist kein Jedi. Wie konnte er das schaffen? Er hat uns alle getäuscht. Ich hätte es dennoch spüren müssen. Schluss, es reicht! Kerl? Es reicht. Genug jetzt. Was Boat getan hat, ist nur seine Schuld. Es ist weder deine noch die von sonst jemandem. Es ist nur seine. Wir wissen, die Karten sind gezinkt. Aber wir entscheiden, wie gespielt wird. Schade, dass auf ihn kein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wir hätten ihn mit einem Gildentracker aufspüren können. Der Peilsender. So hat Boat uns auf Cobo erreicht. Ach, könnte er noch aktiv sein? Finden wir es raus. Mist, nichts. Verdammt! Kerl. Das Signal. Es ist schwach. BD verfolge es. Das Nova Garen-System. Moment, warum sollte Boat einen Umweg fliegen? Weil er eine Tochter hat. Vielleicht lebt sie dort. Wir könnten ihn dort einholen. Aber sieht nach einer Falle aus. Ja, tut es. Also, was sagst du? Riskieren wir es? Haben wir denn eine andere Wahl? Für Seer. Und Meister Cordova. Ich tarne unsere Ankunft. Okay. Ihr zwei schnallt euch lieber an. Ich fliege. Für Seer. Okay. Krass. Das war so der Darth Vader Bosskampf. Aber was soll ich sagen, ey? Was soll ich dazu sagen, Leute? Seer ist jetzt einfach tot. Und das Archiv ist jetzt anscheinend doch wieder halbwegs heile. Es ist heiler als davor. Ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht, wie ich diesen Bosskampf finden soll. Also der war krass inszeniert. Die Sequenzen vor allen Dingen. Ja, nur, aber so. Dann fand ich es im ersten Teil schon irgendwie viel, viel geiler gemacht. Oder? Was sagt ihr dazu? Darth Vader, die rechte Hand des Imperators und mechanischer Sith Lord. Darth Vader greift Seer und Jedi aus Rache an und will sowohl die Jedi-Meisterin als auch ihr mühsam aufgebautes Archiv vernichten. Aber Seer konnte echt gut mithalten. Ich meine, sie hatte sogar fast den Vader umgebracht, aber leider hatte Vader ein bisschen besser gesehen mit dem Lichtschwert. Ja. Krass. Sehr, sehr krass alleine, dass er einfach auftritt hier. Aber na gut, da würde ich sagen, Leute, nächste Folge dann zu Boat gehen. Ich glaube, da der erste wahre Endboss, sage ich mal, in diesem Spiel. Und das Kerl so auftaucht. Okay, alles klar. Auch ein bisschen plötzlich, aber na gut, so ist es halt. Da würde ich sagen, Leute, sehr krasse Folge dennoch. Gerne supporten, Leute. Like, wenn es gefallen hat hier. Bleibt gesund und ciao, ciao.